Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von einem Let's Play von 7 Days to Die. Wir mussten ja aus der Beta immer wieder neu anfangen, deswegen haben wir einfach uns entschieden, die Beta abzuwarten und jetzt zusammen quasi loszulegen. So, und da habe ich natürlich zwei Experten mit dabei. Einmal den Shira. Hey! Und der Jan, der gerade schon losgelegt hat mit Reden. Hallo! Hi. Er klingt etwas anders als sonst. Aber das soll jetzt nicht stören. Es ist der Jan, den wir sonst immer kennen aus Division. So, ja, da würde ich sagen, wir brauchen uns auch gar nicht weiter vorstellen. Wir machen jetzt einfach mal ganz kurz schnell die Quest fertig und dann werden wir alle Richtung uns gegenseitig laufen, um halt sich zu treffen. Der Jan ist im Schneebium, ich bin Schneebium und der Andi ist woanders. Ich bin in der Steppe. Aber ich habe schon gesehen, du hast ein Bett hingelegt. Yep. Mir wäre ein grünes Biom am liebsten, aber das ist ja egal. Am liebsten wäre sogar noch eine Stadt, dass wir die mitten in der Stadt wohnen. Kann er machen. Klar. Doch, dass die Servereinstellungen sowieso nicht so hart sind, ja, warum nicht? Ja, wir haben uns nach Jan gerichtet, der hat gesagt, wie die Server-Config sein soll. Nicht zu hart und nicht zu einfach, also es geht schon. Okay, aber ich bin auf jeden Fall gleich bei einem Trader. Das ist gut, dann holst du dir auf jeden Fall die Quest schon mal und markierst den einfach mal, dann haben wir den schon mal. Mhm. Der Jan, der kriegt dann einen anderen Trader, so wie es aussieht, und da kann er den auch markieren. Und da gehen wir dann gemeinsam zu dem anderen Trader hin. Ich muss dann auch zu dir runter, wahrscheinlich zu dem Trader. Ich mache jetzt mal hier die Quest. Wahrscheinlich, ja. Mal. So. Ich lasse mal ein bisschen mehr Hintergrundmusik laufen. So. Ach so. Ich finde keine Steine. Also hier im Schneebiom gibt's genug? Ach ja, jetzt bin ich auch im Schneebiom und ja, hab's auch. Am Anfang ist das Schneebiom gar nicht so schlimm, wie es immer aussieht. Nee. Dadurch, dass die Zombies dich jetzt auch nicht mehr kilometerweit sehen. Außerdem sieht man die Nester gut. Das stimmt, ja. So, wir machen wieder so 30 Minuten Folgen. Hast du auf die Uhr geschaut? Ich habe hier eine Uhr offen, ja. Das ist mein Aufnahmeprogramm, zeigt mir genau, wie viel wir schon haben. Dein OBS ja auch. Ja. Können wir drauf achten. Wenn es ein paar Minuten länger dauert, ist es auch nicht so schlimm. Wenn ein paar Minuten eher machen, weil es gerade passt, ist es auch nicht so schlimm. So. Bett legen. Jetzt brauchen wir eine Stone Axe. Jetzt brauche ich einen Knüppel. Ach, ich habe eine Stadt gefunden. Sehr schön, dann gehen wir in die Stadt. Also, Jan, komm zu uns. Wenn du dann mit deiner Quest fertig bist, sagst du Bescheid und dann guckst du, wo der Händler ist und markierst ihn mal, dass wir den auf der Karte haben und dann kommst du erstmal zu uns und wir gehen dann später zu dem Händler hin. Gehen wir erstmal in die Stadt ein bisschen looten, dann gehen wir das Zeug verkaufen und dann haben wir nämlich erstmal Geld und können uns bestimmte Dinge kaufen, die wir so nämlich nicht holen könnten. Stimmt, ja. Und da wir jetzt zu dritt spielen, sag ich mal, ist das relativ schnell, dass man halt auch guten Sachen finden, also beim Händler. So, wenn wir dann zwei haben, ist das sogar noch viel besser. Das Einzige, was ich mich wieder umstellen muss, ist, dass jetzt ein bisschen in der Nacht laufen. Ja. Aber ist auch nicht so schlimm, weil du kriechst nachts einfach. Die sehen dich nicht, sobald du geduckt bist. Außerdem ist eine Fackel in der Hand, dann bist du natürlich Frischfleisch Nummer 1. Das Schöne ist halt endlich, dass das auch Nachtsichtgerät ist, dafür funktioniert. Das ist nicht nur so ein Quatsch ist. Oh, ich habe ein Reh gefunden. Ich mach mal das Reh.
So, wir brauchen Pflanzenfaser. Kleidung. Ach, die Tastenkürzel sind geil. Ich weiß auch nicht. Die sind absolut grenzgenial. Muss nur wissen, also einmal einüben, wo die was für die quasi bewirken und dann ist supi. So. Ach, morgen wieder arbeiten. What the fuck. Aber ich habe Spätschicht. Ich habe Ferien. Du glücklicher, die hätte ich auch gern. Muss ich noch einen Monat warten? Ich auch. 11.8. habe ich. 11.8. Hm. Ich bin am vom 7. weg an. 2 Wochen. Siehst du, und ich habe 2,5 Wochen am 11.8. und am 11.8. bin ich auch schon weg. Und am 10.8. ist Sommerfeier auf der Firma. Das heißt, ich habe am 11.8. sowieso frei, weil ich nehme mir auf jeden Fall frei. Und dann kann ich abends schön saufen und nächsten Morgen fahren wir dann los. Und am, wo fahrt's denn hin? Ne, wir fahren in die Sächsische Schweiz. Das ist. Ah, okay. Ja, wir machen eine Radtour und ein Bootfahren. Auf der Elbe. Hm, hört sich schön an. Auf jeden Fall. Aber wir sind zu 8. Okay. Und dann wandern wir schön. Also Urlaub nicht zum Entspannen, okay, sondern Urlaub zum Bewegen. Weil du überlegst dich ja. Die haben sich von der Optik aber auch verändert, die Woodframes. Ja, ja. Nett. Alles ganz gut. Das war ein glatter One-Shot mit dem Tier. Tja. Okay. Okay, ich bin bei der Trader-Mission. Mhm. Ich auch. Jo, dann guck mal, wo dein Trader ist. Jan? Ja. Ganz verhalten. Ja. So, das nächste Reh wird mit einem Knochenmesser gemacht. Ich brauche Woodframes. Ja. Das ist definitiv kein Spiel für mich. Was? 7 Days. Warum? Da kommt bei mir die Sammelwut durch. Ich komme nie zum Trader. Ach klar. Aber wenn du es nicht möchtest, ich verkaufe dir auch gern dein Haus. Also das ist kein Problem. Hm? Ich verkaufe beim Händler alles. Meine Seele, mein Haus, meine Autos, alles. Trader gefunden. Sehr schön. Du kannst den markieren. Und dann auf der Karte scheren und so weiter. Du hast ja oben so Wegpunkt teilen, nennt sich das. Ja. Und dann machst du mit allen. Genau, danke. So, Wegpunkt speichern. Guck mal da, Jan. Der ist ja genau neben dir. Cool. Da hast du ihn schon erkundet. Sonst gehst du kurz hin und kommst dann zu uns. Auch schon erkundet. Genau, du hast noch 12 Stunden Zeit. Nicht mal 10 Stunden. Gut. Die Federn in den Nestern haben sie ja auch erhöht. Die Anzahl. Jein, wir haben es ja schon runtergesetzt. Von 100 auf 75. Genau.
Ah, ich habe auch den Trader geschert. Naja. Ich bin gleich da. Oh, da muss ich mich beeilen. So. So, jetzt muss ich zum Trader. Mal sehen, wo meiner ist. Der ist bei dir. Gut. Ich komme zu dir. Jo. Klo haben wir. Sehr schön. Das Ding soll ja richtig schwer geworden sein, die ist, wie heißt's? Die Stahl zum Herstellen. Ja, das soll nicht mehr so einfach sein, aber ich weiß es nicht, weil ich hab's noch nicht wirklich geschafft, muss ich zugeben, in der Closed, hier in dieser experimentellen, überhaupt weiterzukommen als Level 10. Weil immer wenn ich dann weiterspielen wollte, musste ich den Server neu starten bei mir. So. Guck mal, ein Häschen. Okay, da ist einmal eine Chemiestation drinnen und da ist ein Zementmischer drinnen. Ja, mittlerweile haben das fast alle Trader so, kann das sein? Ja. Oh, und eine Furnace ist auch drinnen. Eine Werkbank muss eigentlich auch da sein. So, liebes Häschen, da muss ich dir leider jetzt eine überbrätseln. Danke. Ich habe jetzt mit einer Keule einen Hasen erlegt. Okay. Ja, so ist das. Hase oder ich? Ich hab Maria Licht. Sehr schön. Oh, super. Mit der Steinaxt kaputt machen und dann am Schluss kriegst du ein Knochenmesser fürs nächste Reh. Genau. Also Knochen, den musst du zum Knochenmesser machen und dann. Oh, ich hab eine Kampfanzughose gefunden. Yes! Schleichst du herum? Immer noch im Schneebiom. Ah, okay. Oh, ich habe eine Wollmütze gefunden. Sieht die scheiße aus. Ja, ich versuche im Schneebiom so viel zu looten wie möglich, weil eben auch sehr gute Lootstellen wie die Baumstümpfe und so gibt. Stimmt, ja. Und da hier noch kein Zombie in Sicht ist bei mir, ist mir das alles auch gerade völlig wurscht. Und so viele Büschel, die halt auch Holz geben. Und dann mache ich das alles schön mit der Hand. Da kriege ich noch ein bisschen Athletic-Skill. Da kann ich ganz schnell auch leveln. Das ist nämlich wichtig, dass ihr die Skills hochbringt. Dann kriegt ihr nämlich extra Punkte für die Erfahrung. So. Und Nester. Manche Nestern sind auch wirklich nur zwei Federn drin, ne? Mhm. Oh, ich sehe die Stadt da hinten. Ich hatte meinem Livestream heute Morgen ja nochmal anfangen müssen. Weil mein Charakter auf der anderen Map nicht geladen wurde. Oh. Ja, da habe ich halt nochmal angefangen heute. Und da habe ich tatsächlich auch einen besseren Start gehabt. Und auch eine Finca in so einer Stadt gefunden, die ich dann unten im Keller besetzt habe.
kannst du echt auch nachts mal in so ein Haus rein und kannst wirklich mal versuchen, da auch die Räume zu klären, weil die Zombies ja nicht alle schon wach sind, sondern erst wach werden. Das finde ich ganz geil. Mhm. Da kannst du die, wenn sie da schlafen, direkt einen Headshot geben. Das ist richtig, ja. Na, mal gucken, ob ich ein paar Reifen kriege, die ich verkaufen darf. Nö, aber egal. Oh, ich habe Reifen gefunden. Bild. Sogar noch blaue. Ja, aber das, du kennst mich. Die halten, ja. Die sind nicht lange im Winter. Nee. Ah, die Stadt ist auf jeden Fall nicht klein. Das ist eine Industriestadt, kann das sein? Mhm, ist eine Industriestadt. Wenn du dort Ölfässer findest, die verkaufen wir beim Händler. Okay. Weil du kriegst da echt viel Kohle für. Für Öl? Ja. Okay, du kennst mich, ich bin nicht so der Verkauf. Ja, du kriegst da so 200 oder 300 pro Tonne. Wow. Und wenn du das einmal verkaufst, dann skillst du auch gleichzeitig. Weil du kriegst den Barter-Skill hoch. Und für jeden Skill-Up, den du mit dem Barter-Skill machst, kriegst du auch Level-Up für dein normales Level. Und deswegen lohnt sich das auch am Anfang direkt dahin zu gehen und den ganzen Scheiß, den du nicht brauchst, wie Waffenteile und so, die kannst du eh nicht zusammenbauen, findest du eh noch genug, dass du die einfach dann quasi da verkaufst. Und dann dafür wiederum was Schönes kaufst, wie zum Beispiel ein Jagdmesserbuch oder so, weißt du? Mhm. Weil das findest du wahrscheinlich auch irgendwann, aber am Anfang das Jagdmesserbuch zu haben, ist eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Nee. Weil da kriegst du nämlich mehr Fleisch und mehr Leder raus und kannst da wiederum wieder mehr herstellen und wieder mehr verkaufen. Weil Leder verkaufen bringt ja auch nicht Geld. Also ich finde, das ist ein sehr wichtiges Ding hier in der... Oh, ich bin irgendwie am Händler vorbeigelaufen, warte mal. Ach nee. Ich bin einfach nur in die falsche Richtung gelaufen. Oh, okay. Ja, ich komme mal zu dir. Ich gehe noch etwas Kohle und Holz abbauen. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden, wie zum Beispiel eine Taschenlampe. Nett. Was hat der Jan gefunden? Ein Verband. Ein Verband, das ist gut. Auch so Mangelware. Was ich auch verkaufe beim Händler sind übrigens die ganzen blöden Schmerzmittelpillen. Okay. Da kriegst du 50 oder 40 Token für pro Stück. Was auch recht gut ist, ist das Öl. Ja, das verkaufe ich auch immer am Anfang. Weil am Anfang brauche ich es eh nicht. Und Öl findest du eigentlich genug. Ja. Überhaupt mit 75% Loot. Oh, ich habe nochmal blaue Reifen. Mal her damit. Ist hier die Stadt schon mal? Ja, komm auf jeden Fall erst zu uns. Wir werden noch nicht in die Stadt gehen. Erst gemeinsam. Na gut, der ein Vorteil hat es, wenn man in die falsche Richtung geht, man hat mehr Loot. Ah. Mir ist immer noch nicht kalt, komisch. Nee, mir aber auch nicht. Das ist, glaube ich, wird angepasst, dass man am ersten Tag nicht gleich erfriert. So glaube ich das. Oh. Hä? Du hast hier, wo ich jetzt bin, hast du wahrscheinlich
deine Quest gemacht mit den drei Woodframes und so? Das kann sein, ja. Du hast den Baumsturm nicht gelootet, da war ein Kochtopf drin, ne? Den habe ich übersehen, ja. Ich habe auch schon einen Kochtopf. Was ich übrigens auch geil ist, wenn du verkaufst den Keystone, ne? Echt? Ja, da gibt's 32. Okay. Vielleicht rein können zum Händler. Also ich sehe schon, nach dem Let's Play ist der Shira plötzlich kein Messi mehr. Der verkauft dann alles beim Händler, was nicht nickel und nagelfest ist. Mit Vätern und Nester hat er verpasst unterwegs. Mein Gott. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, nicht so auf die Federn jetzt gesammelt. Ich habe schon 184. Ich habe 172 und habe schon 17 Pfeile im Inventar. Ich habe 11 Pfeile im Inventar. Ja, oder 13. Da sind wir ja uns ungefähr so ähnlich. Ja, ich habe aber den Vorteil, ne, dass der Shira nicht wirklich gelootet hat. Ja. Oh, ich hab noch ein Reh zerlegt. Wir brauchen bloß noch zwei Rohre. Haben die Rohre? Ein Rohr habe ich. Ja, ich brauche nur noch eins. Okay, ich kann einmal schauen beim Händler, ob er welches hat. Sonst nimmst du Schmiedemetall, wenn das hat. Und zerlegst dann das Schmiedemetall in. Aha. Ging, glaube ich. Müssen wir mal gucken, ob das so ist. Warte mal, da ist noch so eine Tonne, die kann ich mitnehmen, die kann ich auch verkaufen. Nein, die gibt nur zwei Token, das ist schönes Licht. Ja. Bei Token bringt nichts. Dann lieber Licht. Ein Glowhammer könnte ich verkaufen. Bringt 38. Nicht? Nö, den würde ich behalten. Okay. Da brauchen wir den nicht bauen, weißt du. Metall Dive Cape, nö. Metall Foundation? Okay. Ich habe auch Plaste gefunden, Plaste immer verkaufen. Brauchen wir am Anfang auch nicht. Wie viel, insgesamt zwei brauchen wir, gell? Ja. Okay. Ich habe hier ein Jagdhaus, das können wir sogar erstmal benutzen. Oder wir nehmen halt ein anderes Haus, müssen wir mal überlegen. Ja, wie du willst. Erstmal komme ich hier. Ja, ich bin hier in der Gegend und Holz nach Holz ab, ja. Oxid Deutsch, aber egal. So. Ach, Kleben brauchen wir auch noch. Ja, das, das machen wir noch. Wir müssen uns erstmal dann eine Lootstelle einrichten, wo wir alles das ganze Zeug reinwerfen. Damit wir nicht. Da hinten wäre ein Zeltlager, was ich da sehe. Da werde ich aber nicht wohnen, ne? Nee. Mann, bleib doch stehen, liebes Reh. Geh doch. Ach, genau, da ist die Stadt. Da oben hast du gesagt, da ist Haus. Dort ist ein grünes Biom, kann das sein? Ein Grünbiom würde ich eher ein Haus nehmen wollen. Ich schaue gerade in die Richtung einmal hin. So, ich komme jetzt mal zum Händler und dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge. Jetzt. Bis beim Händler wieder dauert ein bisschen. Fehl, nur noch 400 Meter bin ich bei Shira. Ja. What? Ah, okay. Trotzdem will ich wissen, ob das ein grünes Biom ist. Aber die Zombies hast du eingeschaltet, ne? Theoretisch ja. Mich wundert es aber auch schon die ganze Zeit. Hatten wir das nicht auch schon einmal bei einem Stream? Ja. Wo ich die Zombies vergessen habe zum Einschalten. Er verklickt doppelt. Deswegen fragt sich ja gerade so dumm. Nee, schaue nachher dann, wenn wir die aufnehmen, dann stoppen wir kurz wirklich nach. Ich habe die Zombies eingeschaltet, das weiß ich. Ach, ich frag trotzdem lieber nach.
Ja, schon nach Wetter. Ja. Das ist halt ein Survival-Spiel. Oh, ein Blutabnahme-Kit gibt 160. Wow. Okay. Ich gehe mal erstmal zum Scherer. Ja. Wohl, wohl. Was bist du mit dir? Also ich habe schon 900 Tokens. 960. Das ist halt am Tag 1, weißt du? Kannst du dir schon mal was holen, wie Essen, Trinken und so ein Blödsinn. Gut, ich habe jetzt nicht so viele gefunden. Nee, das ist kein grünes Biom, das dürfte eine das dürfte in dem Fall eine Steppe sein. Naja gut, wir gehen mal Richtung... Ja, nee, ist eine Steppe. Ja, gehen wir mal Richtung Stadt. Wo waren die? Unten rechts, ne? Die müsste von euch Richtung Osten sein. Ja, gehen wir dahin. Aber erstmal hoch zu diesem einen Jägershaus und... ja, ich hier, folge euch da mal. Ich markiere. Yep. Da. Was hat er denn hier? Schmiedemetall hat er. Alter! Jan, häng dir ein Glockerl um! Dachte ich, wäre jetzt der Zombie hier. Nee, mich hat jetzt voll gerissen. Oh. Marete Klinge, man kann jetzt Marete nicht mehr einfach so finden, glaube ich, man muss nur noch die Einzelteile und dann zusammenlegen. Von was? Marete. Okay. So, mal. Die Erste-Hilfe-Bandage kaufe ich mir. So. Dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Nix, was wir jetzt unbedingt brauchen. Nö. So ein Pinsel ist aber auch ganz günstig herzustellen. Mhm. Guck mal, Nachtsichtbrille, 9000 Token, ist doch günstig. Ja. So. Ich habe mir mal ein paar Eisenpfeile gekauft. Ich habe auch 9 gefunden. 9 Pfeilspitzen aus Eisen. Mhm. So, jetzt sollten wir ganz schnell zu dieser Jagdhütte und dann müssen wir die Aufnahmen beenden, nachdem wir die Jagdhütte gereinigt haben. Meins. Ich hab's gedingstet, geteilt. Ja. Mich wundert nur was anderes gerade, das sind wirklich keine Zombies. Ja. Na gut, das... Schauen wir gleich. Ja. Wäre schlecht. Dann wird das Spiel ja 7 Days to Survive heißen. Ich habe einen Schrotflintenbauplan gefunden. Lern ihn ruhig. Munition habe ich auch gefunden. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen.
Da kann ich ja einfach mal oben in das Haus reinrennen und gucken, ob das Haus clear ist. Wenn du sagst, ja. Also ich befürchte, dass hier keine Zombies aktiv sind, ja. Weil normalerweise müssten jetzt schon Zombies um uns herumlaufen. Gute Frage. Ich höre den Lars heucheln. Das ist an der Tür. Ja, ich gehe ja gerade die Tür zu. Da drin ist niemand, ne? Kein Zombie. Ne. Gut. Na, dann lass uns die Aufnahme mal beenden. Ja, ja. Ich mach trotzdem unten noch die Kiste kaputt. Wo dann eine Klimaanlage rauskommt. Geil. So, erst mal noch ein Bett hinstellen und dann machen wir... Ja. Ich möchte beim Aufwachen nicht plötzlich so ein Zombie neben mir stehen haben. Da gehe ich aber aufs Dach rauf, genau. Ja, ja, sollten wir sowieso. Ich habe einen Verbandskasten gefunden, yes. Super. Jan, komm mit hoch. Was war denn das? Warte. Ach ja. So. Tiere? Ja. Ich brauche mal 3 Woodframes. Kann nur 2 bauen. Reichen auch. Nee, von oben nach unten, nicht von unten nach oben. So, Schlafsack. Achso, nee. Gut. Dann beenden wir mal die Auffolge. Die Aufnahme. Die Auffolge, hä? Die Aufnahme. Wir haben 33 Minuten auf der Uhr. Naja, gut. Die erste Folge kann ruhig länger sein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hallo und tschüss. Jo, tschüss. Tschüss.